Hallo, eine reiche Quittenernte und die müssen verarbeitet werden. Und jeder, der schon einmal Quitten zerkleinerte, weiß, wie hart die Quitten sind und wie schwer das geht. Ich hatte noch ein altes Fleischerbeil, das habe ich auf ein Brett montiert mit einer Schraube zwischen zwei Profilen. Winkel. Und das funktioniert wunderbar. Mit dieser Konstruktion, ich nenne es einmal Quittenschafott, kann man die Quitten mühelos zerkleinern. Hier noch einmal, wie einfach und schnell das geht. Da. Ja, das ging wohl ganz gut. Ne? Ja. Die zerkleinerten Quitten kommen in einen Häcksler, werden dort weiter bearbeitet und weiter zerkleinert. Die gehäckselten Quitten kommen entweder in ein Maischefass für Schnaps oder in einen Entsafter für Saft, aus dem später ein leckerer Quittengelee gemacht wird. Aber das ist eine andere Geschichte.